Und hallo, herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal waren wir schon in einer Höhle. Wir haben gelernt zu jagen und zu schleichen, bisschen die Maschinen zu erschrecken oder abzulenken. Und ja, hier wollen wir mal weitermachen. Jetzt sind wir hier aus der Hütte rausgekommen. Der Mann, der Rosten, der ist nicht mehr da. Und den scheinen wir jetzt wohl suchen zu müssen. Auf dem Weg werden wir natürlich Sachen sammeln. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen rumkämpfen. Wir haben uns mal überraschen lassen, was wir noch so finden, upgraden und naja. Ich schätze mal, Spaß machen wird am meisten die Kämpfe. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Na dann. Schnellspeicherung, manuelle Speicherung. Ah. Das habe ich letztens noch nicht gewusst. Habe ich mir auch noch nicht so genau angeguckt. Aber gut, wir wollen mal Wir aus dem wollten doch Lager heute hier jagen raus. gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist Das er weiß ich auch nicht. gegangen? Ja, deswegen sind wir ja raus, um ihn zu suchen. So, hier schon mal ein kleiner Bachlauf. Ich würde mir auch wünschen, dass man essen und trinken müsste. Das wäre echt auch toll. Feuerbrennwurzel. Jetzt können wir mal gucken, wie viel wir schon haben. Wir müssen erstmal Viecher töten. Maschinen. Das sieht echt Was geil macht er aus, hier Junge. oben? Ob man die abschießen kann? Wir probieren es mal aus. Okay, die prallen einfach mal so in der Luft ab oder Steht da gegen. einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Das finde ich auch gut, dass man an Wänden hochklettern könnte. Kann. Aloy, du bist hier. Ist alles in Ordnung? Gut, dass ich Spuren lesen kann. Was soll die Verzögerung? Ich nehme mal, ist alles in Ordnung. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ist sonst noch etwas mit dir? Ich hole die Teile. Noch was? Ist Ist noch sonst was? noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Nach der Erprobung. Ich hole die Teile. Noch was? Nach der Machst Erprobung. du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Noch Kann ich was? noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich Okay. besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber.
Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Wenn ich mir den alten Mann mal so ansehe, dann sieht er von vorne aus wie von Vikings dieser Ragnar Lodbrok. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Lalalalalala. Zack. Drücke Touch, um die Karte zu öffnen. Warte mal, öffnen. Alles klar, da auch runter sollen. Wir können sogar Wegpunkte setzen, das ist schon mal gut. Mutterherz. Ja. Ach, wir laufen einfach mal rum, gucken, was passiert. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch das Gerät. Eilenes Wirkkraut. Das hält sich. Ja. Ist ja schön. Hier ist noch. Da scheint nichts zu sein, wie es aussieht. Da ist noch was. Was? Waschbär. Ja, jawohl, gleich beim ersten. Alten durchsuchen Waschbär. Fettes Fleisch. Na, das nehmen wir doch glatt mal. Gibt's nicht. So, ducken war nochmal mit der Taste, okay. Kreis ausweichen. Da können wir wieder hochklettern. Das ist ja eine Aktion. Naja, wir wollen mal weiter runter. Da denn? Wildschwein. Das schnappen wir uns doch. Wo ist es? Alter, da. Ah, man kann ja auch markieren. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Verderbnis Gusswurzel. Oh, hab ich gehört. Das Becken. Nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Das ist ja nicht ein großer Wildschwein. Zwei Tage, bis ich antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Schweinsknochen. Reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch, knochiges Fleisch. Wir nehmen natürlich alles. Alles ist immer gut. Nein. Es gibt zu wenig. Kein Lagerfeuer, indem du nah herangehst und stellst so einen neuen Schnellspeicher, Schnellreisepunkt frei. Entzünde das Lagerfeuer, um zu speichern mit Dreieck. Joa. Ob es auch sowas wie Tag- und Nachtzyklus gibt, das wäre auch gut. Ah, Lagerfeuer.
können wir denn jetzt... Können wir nicht. Ist das hier... Ah. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Wäre auch cool gewesen, wenn man die Leute hier angreifen könnte. Das reibt ein bisschen. Oh. Ein Wächterbot. Also, wir brauchen noch Teile. Ach ja, hier ist ja das Läuferareal. Wir machen nochmal eine extra Markierung. Dann auf geht's. Cool. Habe ich auch noch nicht gewusst. Was ist das denn? Stein. Jawohl. Der Regen hat sich schon lange angekündigt. Ich sehe keinen. Es ist echt genial, das Spiel. Muss ich ja mal sagen. So, 9 Steine. Wächter. Da ist noch einer. Alles klar. Da sind 2. Noch irgendwo. Zwei Stück nur. Achso. Ja, das ist... Ah. Oh. So einfach geht das. Das wird dir nicht gefallen. Somit haben wir gleich 2 erledigt. Nase! Ja! Natürlich nehmen wir alles. Suchen. Fettes Fleisch, natürlich. Auch alles. Mutterwacht. Bis. Ach so, Waschbär. Okay. Können wir jetzt immer Feuerpfeile machen? Wir können das immer noch nicht. Egal, dann sammeln wir weiter. Scheint ja ganz einfach zu sein, diese
Wächter zu zerstören. Oh, das war noch so ein anderes Vieh. Maschinenvieh. Vorher haben wir noch das hier. Medizinbeutel voll. Ja, das ist gut. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Was? Bitte. Niemand sonst hilft mir. Ich muss mit dir reden. Die Maschine ist schnell. Gott. Schadenspule. Draht. Ich muss dir helfen. Was bist du für einer? Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum ich? Deine Tochter, Mutters Wiege. Ich helfe Arana, wenn ich kann. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Oh, ist schon mal gut. Deine Tochter. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Mutters Wiege? Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Da kann man doch nicht Nein sagen. Was heißt ja, wenn ich kann? Natürlich machen wir sowas. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Joa. Das wird schon. Nein, daneben. Nur 6 Pfeile. So. Zwei Wächter. Zerstörte Maschine. Wertvolle Rohstoffe entdeckt. Jawohl, was ist das hier? Noch eine zerstörte Maschine. Ist das Läufer? Ach du je. Das wird schon schwieriger. Da ich auch nur noch 3 Pfeile habe. Aber machen wir neue. Was?
Ah. Aber ich kann noch keine machen. Was soll's? Das brauche ich vielleicht noch. Schockwachswurzel. Wo sind sie denn alle? Ach, jetzt sehe ich richtig, dass es regnet. Einfach alles ein, was wir sowas finden können. Tralali, tralala. Und wir sind gleich ein Level weiter. Da ist noch eine Maschine. Das Spiel macht echt Fun, ich kann es nur empfehlen. Ach. Ist mir dieser eine Läufer da erwischt. Nein, bleib stehen. Hey. Sammle Lohn von Läufen. Oh. Alter. Dass wir auch einen Nahkampf machen können. Eine weitere Lohe. Und noch eine Lohe. Und wir können Pfeile machen. Feuerpfeile. Juhu. Ich scheine im Nahkampf besser zu sein. Falsche eine Stolperfalle. Ja. Oh, ein Lagerfeuer. Das ist schon mal toll. Ich freue mich schon auf die großen Viecher. Großen Maschinen meine ich. Das wird spaßig. Das sage ich euch. Da kann ich nicht einfach mal so draufhauen. Ich bin noch sehr ungeübt. Ihr versucht uns gleich nochmal. Jo, schon besser. Ah, cool. Ach, da laufen die rum. Reparieren die sich auch oder bleiben die kaputt? Ich bin mir nicht ganz so sicher.
Irgendwo war doch noch ein schwer angeschlagener. Kann man so schlecht sehen. Fuchs. Ein Fuchs. Cool. Okay, wenn man auf dem Seil ist, kann man nicht schießen. Bisschen schade, aber ist halt so. Zur Kante fallen lassen. Nein, danke. Wir fallen lieber runter. Macht mehr Sinn. Ich verstecke mich mal im Gras und will mal was gucken. Herstellen. Inventar. Fertigkeiten. Hier, Krieger oder Sammler. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. So wie es aussieht, haben wir 3 Punkte frei. Aber lesen wir erstmal. Stiller Schlag. Drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Hört sich schon mal gut an. Schlag von oben. Lautlos landen, kleine Maschinen und Menschen zu erledigen oder größere Gegner schweren Schaden. Okay. Schlag von unten. Ja. Anführerschlag. Jägerreflex. Beim Zielen während des Springs oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Hört sich gut an. Verwende beim Balancieren auf Seilen Fernkampfwaffen. Toll. Hätte ich vielleicht eben gebrauchen können. Aber gut zu wissen. Starker Schlag. 15% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Ah, diese Reihe hier. Gut. Starker Schlag. Okay, 30% mehr. So, stille Landung. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Hört sich auch gut an. Unauffällig. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Stille Landung notwendig. Wenn es dann sein muss. Entschuldige. So. Ausweichtaktik. Haltekreis für eine Landung. Ausweichrolle gedrückt oder drücke Kreis kurz für eine kurze Ausweichrolle. Sehr schön. Stiller Sprint. Du sprintest leise oder so, dass dich nahe Feinde nicht so schnell mehr merken. Gut. Jetzt gucken wir bei Jägern. Konzentration. Verwende beim Zielen R3, um deine Zeit zu verlangsamen. Schwerlastträger. Was hat die denn für eine Knarre? Bewege dich mit schwerem Waffe schneller. Jo, nice. Erhöht die maximale Dauer von Konzentration. Schnelleres Nachladen beim Gebrauch von Konzentration. Kritischer Treffer. Drücke R1 für einen Angriff, der Gegner am Boden stark beschädigt. Kritischer Treffer, genau, fast das gleiche. Doppelschuss. Und drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Fall anzulegen. Sprich, 2 Pfeile schießt man ab. Und hier 3 Pfeile. Präzision. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauteile ab. Ah. Das gleiche, nur halt noch mehr. Niederschlagen. Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Zurückschlagen. Schwere Speerangriffe verursachen mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Cool. Sammler. Lockruf, locke mit einem
Symbol, Werkzeuge, Menü. Ein Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt. Der Alloy am nächsten und im Zentrum ihres Blickfelds ist. Heiler. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Kräuterkenner. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Hört sich gut an. Fallen entschärfen. Fallen und Stolperdrähte können entschärft und erneut verwendet werden. Das hört sich auch gut an. Bastler. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Warum sollte man das machen? Finder, zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Joa, hört sich auch gut an. Ausbeute, Chance auf mehrere Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Das hört sich besonders gut an. Munitionsbauer, stelle mit doppelten Rohstoffmengen mehr Munition her. Ausbeute plus. Höhere Chancen auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Also, was mache ich denn da jetzt? Eigentlich bräuchte man das. Schnelle Heilung, weil, ja, darauf mache ich. Achso, halt. Darauf mache ich. Darauf mache ich. Es kostet 2, okay. Lockruf, ich weiß nicht. Ich glaube, Jägerreflex, das ist eigentlich, glaube ich, nicht so schlecht. Mache ich das. So, Inventar. Ja, haben wir den Speer und den Bogen. Outfits haben wir. Ja, etwas Gewöhnliches. Modifikation. Schadenspulen. Kann man das jetzt irgendwie verwenden? Oder verwendet man das jetzt so? Rohstoffe. Zack, zack, zack. Ja, ja, ja. Schatzkisten. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Spezialobjekte. Was soll das? Plündererliste. Selten. Dieses ungewöhnliche Maschinenteil kann nur vom Plünderer erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Quellen, Plünderer, Verbindung, Questobjekt, okay. Stein, Pfeile, Feuerpfeile. Fallen und Tränke, aber noch nichts. Herstellung. Ja. Karcha Jägerbogen. So ist es also. So, jetzt macht der Bogen Trophäe erhalten. Erste Modifikation. Nur weil wir hier einen Teil eingebaut haben. Schön und gut. Abriss. Also wie ich eben gelesen habe, soll der Speer gut sein für Abreißen von Gegenständen bei Maschinen. Also müssen wir sowas wohl bei Speeren machen. Herstellen. Eisen. Schnellreisepaket. Vorräte für lange Reisen. Okay, da fehlen uns noch Materialien, aber was soll's. Ach, alles zu lesen ist mir zu doof. Das werden wir dann machen, wenn wir die Lust drauf haben. Hier sind verschiedene Quests. Wir machen erstmal das, was wir machen sollen. Cool.
Die ganzen Protokolle, die wir gefunden haben in der Höhle. Alles Gute, Isaac. Und ja, das war ja das Erste. Meine Güte, da gibt es aber viel. Fortschritt, Aktivitäten, Sammelobjekte, Quest, Schattenobjekt, Maschinen. Wächter, Läufer, Wildschwein, Kanin, Örspeer. Junge, Junge, es ist echt noch eine Menge. Kaputte Maschine. Ich würde sagen, der ist hinüber. Ah. Links und rechts Pfeiltasten kann man wechseln. So. Maschine. Aber wie kann man jetzt pfeifen? Pfeile möchte ich nicht so benutzen, die kosten zu viel. Lohn brauchen wir ja eigentlich auch. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Einer von der Seite rammt. Nein! Kackvieh. Ah, was heißt Kackvieh? Scheiß Kackmaschine. Oh, ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger als die anderen. Aber was soll's? Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt haben wir doch 3 Stück kaputt gemacht, glaube ich. Alles, was wir finden, mitnehmen. Scheißegal. Einfach einpacken. Wer weiß, wofür das nötig ist. Naja, hilfreich ist. Fallschirm. Er redet mit Kars und falsche eine Stolperfalle. Jo. Wo sollen wir denn hin? Feuerbrennwurzel. Okay, wir gucken auf der Karte. So. In diese Richtung. Wir folgen dem Weg. Ich freue mich echt schon auf die großen Maschinen. Da ist noch was zu sammeln. Eine Hase. Oh, armes Häschen. Ob es auch Fische gibt zum Angeln? Ja, auch schön. Lalalalalala. Wir laufen hier und laufen dort. Tralala. Wer ist er denn? Ein Glück, dass Sie nicht mit mir sprechen. Ich wäre bestimmt nicht besonders nett. Meinen, die Ausgestoßene hätte ihre Nation mittlerweile gelangt. Ich werde meinem Vater erzählen, dass sie die Regeln gebrochen hat. Maul. Ist gleich nicht schuld. Mal neue Pfeile machen. Schade, dass man hier nichts benutzen kann. Andererseits ist es auch gut, dass man... Hier, was ist nur aus der Welt geworden?
Ich rede mit niemandem, der von den Stammmüttern verstoßen wurde. Ah, ja, doof. Ich kann nichts hören. Nein, überhaupt nichts. Ihr seid doch alle doof, dass ihr nicht mit mir reden wollt. Und ihren Angriffen nicht aus dem heiligen Land vertreiben lassen. Ach, Urmutter, mach, dass sie weggeht. Was? Unsere Stammesregeln schützen uns. Wir müssen sie befolgen. Ich weiß nicht, ob Fahler oder warst. Bild der Vorratskiste. Da gehen wir mal hin. Da war noch was, aber gucken gleich mal. Ich suche. Metallscherben. Oh, da krieg ich keinen Ärger. Da war doch irgendwas. Was auch immer das war. Ist egal. Es gab einen weiteren Angriff jenseits. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kars zu kaufen. Oh, ein Lagerfeuer. Schnellspeicher. Und ich würde sagen, damit beenden wir erstmal die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Hinterlasst bitte einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Oder abonniert mich auch. Das wäre echt super nett von euch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und tschüss.